Hallo, willkommen zu Ahmed Kicher. Heute machen wir ganzes Hühnchen in der XXL-Fritteuse. Heute machen wir gesponsertes Video von Kalmdu. Wir fangen jetzt an, unsere Fritteuse. Wir haben hier 12 Liter Volumen. Innen Fritteuse. Okay, das ist mit Licht. Man kann an- und ausmachen Licht, wenn der das Grillen tut. Das ist gut, Energie sparen. Wieder zu. Jetzt kommen wir hier rüber. Da haben wir verschiedene Grillteile hier, 3 Stück sogar. Man kann hier auch drauf Fisch drauflegen, Gemüse drauflegen. Das eine ist nur für, warte mal, welches ist das? Der da, das, ja genau. Das ist für ganz oben, damit er nicht oben den Grill verschmutzt, Öl einspritzt. Ne? Ja, dafür ist es da, das hat man immer oben drauf. Hier haben wir noch ein Gitter. Und das ist für Fettempfänger, ganz unten kommt da rein. Ne? Okay. So, das ist für den Hühnchenspieß. Das hier. Benutzen wir gleich. Ja, das benutzen wir gleich. Und dann kann ich hier gucken, wenn das Hühnchen fertig ist, kann man gerade hier einstecken. Siehst? So sieht dann aus. Dafür ist es ja da. Okay, dann das ist für zum Rausholen für Hühnchen. Das sehen wir alles schön. Das sieht man nachher. Und das ist das Trommeln. Da kann man auch Pommes machen. Wäsche waschen. Trommel, Pommes und Hähnchenschenkel oder Hähnchenbrust. Man kann alles machen hier drin. Und das sind dann Spieße hier. Das ist schon einiges hier. Also, wie viel ist das da? Vorsicht. Vielleicht 80 Stück oder so. Das sind die Teile hier. Guck, so. Ne? Ah, die steckst du in die Seite rein? Dann steckst du Seite rein hier. In der Fritteuse? Ja, genau. Und dann dreht sich. Mhm. Man kann Schischkebab machen am besten, das wäre dann nicht schlecht. Adana oder Spieß halt. Aber man kann das drin drehen lassen, gell? Ja, ja. Machst du ja rein und dann dreht sich. Das sehen wir auch nachher. Ja, nach dem Hühnchen. Bei Hühnchen sieht man, okay. Ich räume jetzt ein bisschen auf und dann fangen wir mit dem Hühnchen an gleich. Bis gleich. Wir fangen dann jetzt mit Hühnchen zum Marinieren. Okay, ich habe jetzt erstmal Pfeffer, frischer Pfeffer. Gut. Salz. Und eine Esslöffel Olivenöl. Bei Bonfrit, also Pommes braucht man auch nur einen Esslöffel. Mehr wie, nicht. Wie viel wiegt das Hühnchen? Der wiegt 1 Kilo 200 Gramm. Die letzte war es, wo Test, 1 Kilo 400 Gramm. Ich hatte auch 60 Minuten, war dann fertig. Okay. Jetzt tun wir ein bisschen einmassieren natürlich. Das regt schon. Regt schon? Merkst du? Nicht schneller dran. Jetzt. Noch nicht, gell? Aber nachher kommt es. Das ist ein Maishühnchen, nicht? Also Mais, ja, 50%. 50%? Wenigstens 50% Mais. Darum schmecken sie auch ein bisschen mehr satt, also ne, mehr weich. Hm. So, und man soll auch immer ein bisschen massieren. Ne, nicht ohne einfacher reinstecken. Oh, ja. Dem geht's besser als mir. Ja, ja. Wahnsinn. Okay, gut, das reicht schon. So. Das sieht keiner. Das sieht ja keiner jetzt meine Hände. Okay, ist ja egal. So, jetzt nehmen wir den Spieß. Ja, Mensch, der will ja weg. Ja, erst hast du ihn massiert, oder? Ja. Okay, dann rein. So, die Schraube festziehen, den habe ich schon fest. Jetzt der nichts da rein. Wenn ich sehen würde, mein Auge, ohne Brille. Ich sag's dir immer wieder. Ist drin. Ist drin. Also, jetzt ist richtig drin. Ist gut, jetzt mache ich fest. Okay, jetzt fertig. So, das war's. Jetzt können wir schon da rein tun. Okay, ab geht's. Warte mal. Die aufmachen, Serviette nehmen, lieber. So. So, jetzt kommt das noch rein. So, ich eine Seite und dann die nächste. Fertig, das war's. Danke. So. So, jetzt ist es so. Jetzt musst du es programmieren, ich kann jetzt im Moment nicht. Ja, Moment, ich komm. 60 Minuten, 180 Grad. Hühnchen, ne? Ja, Hühnchen.
Okay, dauert einen Moment. München, 60 Minuten. 60. Halt. Hä? Da steht doch Plus. Na egal. So, also eine Stunde. Ja. 180 Grad. 180 Grad. Mit Licht? Nee, ohne Licht sparen. Ohne Licht. Umdrehen? Ja, umdrehen, drücken. Und Start. Fertig. So. Dreht sich? Nee, muss ich nochmal drücken. Warte, ich drück's nochmal. Jetzt dreht sich's. Okay. Das muss blinken. Ja, nachher zeigen wir dann noch. Kurz, ein paar Minuten früher wenn's zeigen wir, wenn es dreht. Okay? Gut? Tja, ob es gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwas. Alles klar, also in 60 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. Die Hündchen ist jetzt fertig, jetzt hole ich sie raus. Oh, das ist heiß. Vorsicht. Gut. Nehme ich das Apparat wieder zum Rausholen. Was? Wie kann ich das? Kann ich das? Ja, ich kann es. Oh, Werkzeug? Ah. Das hätte ich gewusst. Oh. Wahnsinn. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hinstellen kann. Vielleicht hebe ich das. Ja, oben. Heben schon am besten. Das ist heiß. Geht jetzt. Das ist bestimmt heiß. Pass bloß auf. Ey. Ja. Ja, keine Ahnung. Ist weggerutscht, ne? Ein bisschen. Ich muss es fest, richtig festheben. War so locker. So, jetzt. Guck. Hier festmachen, damit er nicht weg ist. Damit er nicht nochmal wegrutscht. Gut. Dreh ich mal. So. Soll ich es verlassen? So, man kann so servieren, Tisch. Wir tun jetzt auch einen Teller. Vielleicht schneiden wir noch, oder? Ja, wir schneiden es noch. Okay, gut. Das zeigen wir gleich. Wir müssen erst ein Foto machen und dann schneiden. Wie willst du ein Foto machen? Ah, du tust Teller. Jetzt auf den Teller? Okay. Dann machen wir das Foto und dann können wir es ja nochmal anschneiden. Alles klar. Also bis gleich. Ja, okay. Ich mache jetzt Kommentare, bis ich fertig war. Du musst nur noch kochen jetzt. Ja, ja, ja. Die Hündchen ist jetzt fertig, jetzt tue ich sie zwei teilen. Okay? Ah, die Schere. Oh Mann. Einfach durch die Mitte durch. Wahnsinn. Wie das schnell geht. Ohne zu sehen, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Was ist für eine Schere? Ja, ja. Ach, das ist die, wo wir beide haben. Ist die gleiche? Schon fertig, guck. Wahnsinn. Oh, jetzt pass auf. Ja, gut, da, da sieht man, dass sie durch ist. Guck, siehst du das? Und hier, wunderbar, ne? Ja. So, jetzt machen wir wieder zurück. So, ein bisschen Deko. Okay. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Hühnchen. Bis nächste Mal Nachmittag. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.